Soweit zum Programm in diesem Wintersemester 2015-2016. Viel mehr Text möchte ich dazu auch nicht machen und jetzt dazu überleiten, ganz herzlich Frau Julia Schramm begrüßen, die heute zu uns als Rednerin gekommen ist aus Berlin und die ich mit kurzen Worten vorstellen möchte. Über Frau Schramm könnte man sehr viel erzählen, aber ich bin nicht hier, um etwas über Frau Schramm zu erzählen, sondern darüber ein paar Stichworte abgeben und dann warten, was sie uns zu erzählen hat, was viel wichtiger ist. Frau Schramm, um sie Ihnen kurz vorzustellen, hat an der Friedrich-Wilhelm-Universität in Bonn studiert, und zwar politische Wissenschaften, Amerikanistik und Staatsrecht, und arbeitet zurzeit in Berlin an der Humboldt-Universität, promoviert sie mit dem Thema, ich hoffe, das stimmt noch, Privatheit als politische Idee war da angedacht. Also es geht da um die Dialektik des Privaten. Ich weiß nicht, ob wir darüber heute was hören werden. Im Prinzip spielt es ja alles immer mit hinein. Ihre Magisterarbeit, die sie noch in Bonn gemacht hat, auch schon zu einem politischen Thema, nationale Identität und Rot-Grün-Außenpolitik. Sie sehen, Frau Schramm ist Politikwissenschaftlerin, aber sie ist auch Autorin und sie hat eine ganze Reihe von Schriften verfasst, und da möchte ich Sie einfach darauf hinweisen, dass, wenn Sie da mehr wissen wollen, gehen Sie auf die Homepage von der Frau Schramm. Da finden Sie ganz, ganz viele Links zu Beiträgen, die sie gemacht hat, auch zu Fernseh- und Radioauftritten, zahlreichen Publikationen oder auch Beiträgen in der Zeit, der Süddeutschen Zeitung, der Taz und Ähnlichem. Schauen Sie da einfach nach. Frau Schramm hat eine Reihe von politischen Aktivitäten auch schon hinter sich. Manch einer kennt das, sie lächelt. Ich weiß nicht, ob ich alles erzählen soll. Also Geschichten, die eigentlich begannen eher in der liberalen Ecke, dann in der Piratenpartei, auch mit Funktionen versehen waren. Das ist allerdings nicht mehr so aktuell. Was sehr aktuell ist und weshalb wir sie eben auch heute eingeladen haben, ist ihre Aktivität in der Amadeo-Antonio-Stiftung, aber auch im No-Nazi-Net, wo sie sich unter anderem als Fachreferentin für Hate Speech, was das ist, werden wir heute hören, beteiligt. Nun, ich denke, das sollte genügend Einführung sein, bevor ich mich hier dann doch noch in Details ergehe. Räume ich Ihnen das Feld, freue mich riesig, dass Sie es zu uns geschafft haben, und das Mikrofon gehört Ihnen. Dankeschön. Hallo, erstmal vielen Dank, Professor Gaunitz, für die nette Einführung und auch die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut. Ich freue mich immer, wenn ich in Hörsälen auf der Seite bin. Und gerade auch so eine traditionsintensive Universität wie die Universität Leipzig, mit der ich mich auch aus anderen Gründen in der letzten Zeit ein bisschen mehr beschäftigt habe. Sehr renommierte Abgänger, unter anderem die aktuelle Bundeskanzlerin. Und das Motto finde ich natürlich auch ganz großartig: aus Tradition Grenzen überschreiten. Und das, was mich daran freut, ist, dass viel von dem, was auch in Leipzig oder was ich in Bezug auf Leipzig noch gelesen habe, auch sehr gut zu dem passt, was ich sagen möchte. Eine bewegte Stadt, geprägt von verschiedenen politischen Systemen und nicht zuletzt auch der Ort, wo die friedliche Revolution stattgefunden hat, die im für unser heutiges Thema doch relevanter sein wird, als mir auch selber persönlich lieb ist. Also eine bewegte Stadt, viele Studis, 30.000 fast habe ich gelesen, 600 Jahre Tradition und natürlich jetzt auch bewegte Zeiten. Und das liegt unter anderem daran, dass wir die Technik, der Technik ein wenig ausgesetzt sind oder ausgesetzt wurden und das am Anfang, glaube ich, noch gar nicht wirklich so richtig gemerkt haben, beziehungsweise das unterschätzt haben. Und jetzt plötzlich in den letzten Jahren die sozialen Medien eine Auswahl und eine, sagen wir mal, Tiefe des Zwischenmenschlichen oder des menschlichen Denkens zulassen, die nicht immer unbedingt gut funktionieren oder erschreckend sind oder totgesagt und totgedacht waren. Also wir beobachten seit 10 Jahren ungefähr, dass die sozialen Netzwerke, also ich spreche hier ganz bewusst von Facebook, von Twitter, von all den anderen sozialen Medien, die jetzt auch gar keine Rolle mehr spielen. Ich meine, wer von Ihnen kennt noch StudiVZ? Auch, sind immerhin mehr als 2, das ist auch schon mal was. Also eine deutsche Version. Das letzte große Netzwerk, wer kennt wen, also
mit deutschem Schwerpunkt wurde 2014 eingestellt. Es gibt da noch Knuddels und in Brandenburg gibt es auch noch ein Netzwerk, dessen Namen ich jetzt, Jappi, wer kennt Jappi? Oh, eine Person, ich bin begeistert. Oh, da auch, zwei. Also, aber natürlich im Kern ist es natürlich Facebook, Twitter und YouTube zumindest für die noch jüngere und noch weiter nachkommende Generation. Und diese sozialen Netzwerke und die Vernetzung, die in diesen Netzwerken stattgefunden hat und stattfindet, hat verschiedene Auswirkungen. Und ich will erstmal mit dem Positiven anfangen, weil dass sich die Negativen kommen, das können Sie sich wahrscheinlich alle schon denken. Die positiven Seiten sind natürlich, dass sich Menschen auch über soziale Ungerechtigkeiten austauschen können, in einer Art und Weise, wie sie es vorher nicht konnten. Dass sie protestieren können, dass sie demonstrieren können, dass sie sich gegen das Unrecht, was ihnen auch täglich oder ständig widerfährt, dass sie das artikulieren können. Das haben wir in den arabischen Staaten gesehen, das haben wir aber auch in Deutschland gesehen. Ich erinnere an das Hashtag Aufschrei, wo Tausende von Frauen, auch Männer, aber in erster Linie Frauen, über sexualisierte Gewalt im Alltag gesprochen haben, über Alltagssexismus und so weiter. Und plötzlich hatten die deutschen Talkshows wieder was, worüber sie reden konnten und worüber sie auch redeten. Also wir haben hier ein Prozess, wo also aus dem Netz heraus Agenda-Setting stattfindet und stattgefunden hat. Und das liegt in erster Linie natürlich daran, dass die Menschen, die diese Plattform nutzen, sich vernetzen und eben auch planen. Das hat auch zum arabischen Frühling, wie man ihn meiner Meinung nach fälschlicherweise nennt, aber für den Konsens belasse ich es jetzt mal dabei, hat man es gemerkt und es hat aber auch gleich die Schwachstellen gezeigt. Also wir wissen von vielen AktivistInnen, die keine Kryptografie benutzt haben, deswegen nochmal Parallelwerbung für die Krypto-Party, auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass sie einen arabischen Staat umwerfen möchten. Aber wo im Endeffekt Kryptografie unterschätzt wurde, wo also Facebook und Twitter und so weiter benutzt worden sind und auch tatsächlich der Wille der Unternehmen, diese AktivistInnen zu schützen, überschätzt wurde. Also es ist ganz klar, dass die Unternehmen auch bis zum gewissen Grad, solange sie ihre Kommunikation auch weiterführen können und solange sie ihr Geschäftsmodell auch weiterführen können, dass sie auch im Zweifel mit den hiesigen Regierungen zusammenarbeiten. Positiv ist auch, dass gewisse festgefahrene Hierarchien und Strukturen aufbrechen, die sich in den letzten Jahrhunderten und herausgebildet haben. Es werden Traditionen angegriffen, die zu Recht anzugreifen sind, vielleicht aus meiner Perspektive, aus der anderen Perspektive vielleicht nicht, aber zumindest aus einer Perspektive etwas zu verändern und auch eben Gerechtigkeit und Gerechtigkeit herzustellen, Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Das gilt vor allen Dingen natürlich für traditionell marginalisierte Gruppen, also Frauen zum Beispiel, wie ich gerade schon mit Aufschrei erwähnt habe, aber auch eben Nicht-Weiße, wie wir immer wieder sehen können, dass sich Menschen, die eben institutionell aus hegemonialen Diskursen ausgeschlossen sind, wie sie sich über das Netz eine Stellung erkämpfen. In den USA ist es schon ein bisschen ausgeprägter. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist, inwiefern also ein sogenanntes Black Twitter in den USA in den letzten Jahren auch Agenda-Setting betrieben hat im positiven Sinne und zum Beispiel die ständige Ermordung junger schwarzer Männer durch die Polizei thematisiert wurde und im letzten Sommer zumindest ein Riesenthema war und zu Recht und auch vielen Menschen gezeigt hat, was Social Media, also was soziale Medien auch leisten können. Das sind die positiven Seiten, die ich hier an der Stelle, also es gäbe noch ganz viele andere individuelle, positive Findungsprozesse, die man hier schildern könnte, aber ich glaube, das führt jetzt zu weit. Weil diese Vernetzung, dieses Zusammenfinden, dieses Zusammenagieren, Agenda-Setting betreiben, tun eben nicht nur die Menschen, die sich für den Weltfrieden einsetzen. Bevor wir dahin kommen, möchte ich aber noch kurz einfügen, dass ich mit großem Interesse gelesen habe, dass die Leipziger Universität 1409 gegründet wurde oder als eine Abspaltung gab von der Universität in Prag und aufgrund
von einer Ungleichbehandlung. Die sogenannten Nationen, auch ein kleiner Funfact, den ich im Vorfeld rausgesucht habe, also die böhmische Nation sollte bevorzugt werden gegenüber der bayerischen, die mittlerweile die ganze Südeuropa einschloss in diesem Gedankenbild. Das sollten wir Horst Seehofer vielleicht nicht verraten. Die sächsische, die den englischen Sprachraum mit einbezogen hat, auch das ist vielleicht ein Funfact, mit dem man Menschen nicht unbedingt ihr Weltbild erhält. Also wir sehen, eine Abspaltung hat diese Universität überhaupt erst geschafft aufgrund von Ungleichbehandlung. Und dieser Kampf, offensichtlich hier ein nationaler Kampf 1409, der hat natürlich auch unser Denken im Wesentlichen beeinflusst und ist auch bis zum gewissen Grad ein Vernetzungselement. Ja, die Vernetzung über die Nation eben auch als Kleber, als Mittel für den Zusammenhalt. Dass das nicht immer alles so positiv und fröhlich lief, also ähnlich wie bei den sozialen Medien, auch die Nation hatte oder die nationalen Überlegungen hatten ihren positiven Impulse auch hin zu Demokratisierung. Auch das haben wir bei den sozialen Medien immer wieder. Haben wir auf der negativen Seite ganz dialektisch die extreme Ausprägung von Nationalismus, gerade auch in Deutschland. Und davon ist unsere Geschichte natürlich im Wesentlichen geprägt, davon ist auch die Geschichte Leipzigs bis sehr, sehr stark geprägt, eine der wenigen Universitäten, die eben auch durch die Nazizeit hinweg war, da offen war und vorhanden war, die sich dann auch umschlagen musste mit den Kommunisten, die meinten, dass sie alles besser können. Und dieser Kampf findet bis heute statt. Der Kampf, den wir in Deutschland sehen, den Kampf, den wir auch auf ganz vielen Ebenen beobachten können, der findet auch heute im Internet statt. Das heißt, das ist die negative Seite der sozialen Medien. Dieses nationalistische Gedankengut, rassistisches Gedankengut, die Vorstellung einer deutschen Nation, eines deutschen Volkes, ist sehr, sagen wir mal, davon, es war weggedrängt bis zum gewissen Grad. Es war bis zum gewissen Grad nicht vorhanden, es war bis zum gewissen Grad, ja, es wurde sogar bemängelt, es wurde beweint, dass die Deutschen nicht stolz sein können, dass sie nicht stolz sein wollen. Die WM 2006, interessanterweise eben auch ein Startpunkt der sozialen Medien, also die sozialen Medien, Facebook. Ich habe, glaube ich, mich 2006 bei Facebook angemeldet. Der nationale Notstand sozusagen, emotionalerweise. Und das findet sich heute massenhaft in den sozialen Netzwerken. Das, was totgeglaubt war unter diesen Begriffen wie, das wird man ja wohl noch mal sagen dürfen, ist immer noch da. Also er ist wieder da, wie das berühmte Buch und auch die Verfilmung dazu heißt, aber er war auch nie weg. Und das ist das, was sich jetzt zeigt. Das zeigt sich zum einen darin, dass sexistische, rassistische, antisemitische, also man könnte jetzt noch weitergehen, es gibt natürlich noch mehr, Diskriminierungsformen ziemlich ungebremst im Netz stehen können und es eine Vernetzung stattfindet. Auf die Vernetzung gehe ich gleich nochmal genauer ein. Die verschiedenen Gruppen, da habe ich dann auch noch ein bisschen Bildmaterial hier aus dem Internet gesucht. Das heißt, wir haben einen Ort, der unglaublich frei ist. Wir haben einen Ort, wo Vernetzung stattfindet, wo Menschen sich austauschen können, wo Menschen Dinge planen und umsetzen können, die sie vielleicht in den letzten Jahrzehnten sich überlegt haben. Und das trifft aber leider auch auf Nazis zu. Deswegen, bevor wir in die genaue Definition beziehungsweise in die genauen Aspekte der einzelnen Gruppen und der im Titel auch angekündigten virtuellen Rechten gehen, will ich trotzdem noch mal kurz den Begriff Hate Speech hier definieren, beziehungsweise so definieren, wie ich glaube, dass er richtig definiert sein sollte. Weil wir müssen, deswegen auch diese umfassende Einführung. Wir müssen unterscheiden zwischen Mobbing, zwischen Hate Speech und zwischen Shitstorms. Das sind jetzt alles anglizierte Begriffe. Mobbing ist etwas, was jederzeit eigentlich jede Person treffen kann. Also so wie ich jetzt eigentlich in der Position bin, dass mir glücklicherweise die Leute zuhören, dass niemand schreiend rausläuft, kann es trotzdem natürlich sein, dass ich persönlich jetzt hier vorne Opfer von Mobbing werde.
indem jetzt einfach die Anwesenden entscheiden, mich mit Tomaten zu bewerfen oder mir nachher hinterher zu laufen oder so, oder mich persönlich anzugreifen. Das ist aber erstmal eine Situation, die unabhängig ist von meiner strukturellen Position. Und da kommt eben die Hate Speech mit ins Feld. Meine strukturelle Einbettung und die Situation, in der ich bin, lässt sich, also ist relevant, ob ich Opfer von Hate Speech werde oder nicht. Denn Hate Speech ist immer auch ein Ausdruck von ist immer auch ein Ausdruck eines Diskriminierungsverhältnisses. Das heißt, während beim Mobbing eigentlich, also ich versuche da eine Begriffsschärfung zu machen, während beim Mobbing eigentlich es eher darum geht, dass man individuelle Situationen, unabhängig davon, was die Person jetzt konkret repräsentiert oder nicht oder welche strukturelle Einbettung sie hat, haben wir bei der Hate Speech ein ganz explizites Diskriminierungsverhältnis. Das heißt, eine hegemoniale Kultur, die sich setzt, die auch in unserer westlich geprägten Gesellschaft gesetzt ist, ist der weiße, heterosexuelle, christliche Eigentümer. Das ist das Normale, das ist das, was gesetzt ist, das ist das, wovon alles abgedacht wird. Das nennt man in den Sozialwissenschaften so Othering. Und das findet statt. Und das bedeutet, ein struktureller Nachteil sollte man eine von diesen Eigenschaften nicht haben. Das gilt für Frauen, das gilt für Schwarze, das gilt für Muslime auch, das gilt für homosexuelle Menschen. Also verschiedene Formen von Diskriminierungen, die eine Abweichung darstellen zum sogenannten Normalzustand. Und das hat Jürgen Habermas im Strukturwandel der Öffentlichkeit sehr gut dargestellt. Leider hat er danach eine Wendung gemacht, die ich nicht nachvollziehen kann, aber wo er sagt, ein Problem, ein wesentlicher Fehler der Aufklärung und der Wert des universalistischen Anspruchs der französischen Aufklärung ist, dass der weiße Eigentümer zum Menschen schlechthin gesetzt wurde. Und das ist das, wogegen in den letzten, seit der Aufklärung auch die Frauenbewegung gekämpft hat, wogegen auch die Social Justice Bewegung in den USA gekämpft haben. Also dieses Ideal anzugreifen und zu sagen, wir müssen auch gleichberechtigt sein. Übrigens auch sehr zu empfehlen hier vorne die Geschichte der Gleichberechtigung der Frau an der Universität Leipzig. Und diese Kämpfe sind sowieso da. Und sie sind auch immer verbunden mit Sprache. Sie müssen ja verbalisiert werden. Diskriminierung kann nicht, also auch nonverbal, aber sie kann nicht komplett ohne eine narrative Einbettung und auch eine verbale Einbettung stattfinden. Die Diskriminierung, die ich im Amt erlebe als schwarze Frau, wird vor allem auch über Sprache und Kommunikation, auch viel nonverbal, transportiert. Die Begriffe, die wir hier auch kennen, wenn es um Diskriminierung geht, abwertende Begriffe für Frauen, für Schwarze, für Juden und Jüdinnen, sind an einigen Stellen geächtet, zum Teil auch verboten. Strafgesetzbuch 130, Paragraph Volksverhetzung. Das ist also das, also was Hate Speech auszeichnet oder was Hate Speech ist, ein Diskriminierungsverhältnis. Und ich finde, man sollte bei dem Begriff auch sehr streng sein. Man sollte nicht jeden negativen Kommentar, den es im Internet zu finden gibt, unter Hate Speech labeln. Also wenn ein Dieter nur ein paar böse Nachrichten kriegt, wenn ein großer Konzern ein paar böse Nachrichten kriegt, dann ist das nicht automatisch Hate Speech. Dann ist es Mobbing, dann ist das vielleicht auch eine Form von Shitstorm. Aber es ist nicht zwingend Hate Speech, denn Hate Speech ist automatisch auch ein Diskriminierungsverhältnis. Und das zeigt sich im Netz unverblümter denn je. Und die Explosion auch von Hate Speech, also ich würde auch darauf plädieren, Hate Speech an den Paragraph 130 das mit einzubinden, weil auch schon der Begriff Volksverhetzung schon ein Problem ist, weil es schon bei der Definition, wer ist denn jetzt Volk und wer nicht, problematisch wird, wie wir ja momentan auch sehr eindeutig beobachten können. Sind wir denn jetzt das Volk oder sind wir es jetzt nicht? Das heißt, Hate Speech ist eigentlich überhaupt gar keine neue Debatte und ist auch überhaupt kein Phänomen, was erst durch Mark Zuckerberg geschaffen wurde. Hate Speech ist
in seiner Form, wie ich jetzt auch darüber referiert habe, ein Gegenstand seit den 30er Jahren in den USA, als die Nazis, also die historischen Nazis, eben auch in den USA Fuß fassen konnten. Und die Debatte nun da war, dürfen wir das zulassen oder nicht? Die liberalen Verbände haben damals dafür plädiert, Hate Speech nicht zum Straftatbestand zu machen, aus gutem Grund. Es ist bis heute noch eine Frage, wie man damit gesetzlich umgeht. Erst letzten Samstag saß ich auf einem Podium, wo ich darüber gestritten habe, wie das rechtlich auch umzusetzen ist. Das ist ein großes, großes Thema, sehr umfangreich. Aber das so, darum soll es jetzt nicht wirklich gehen. Aber das Thema Diskriminierung und Hate Speech ist nicht neu. Es hat nur eine komplett neue Qualität durch die sozialen Medien bekommen. Das heißt, wir sehen plötzlich, wenn Menschen diskriminierende Sachen sagen, widerwärtige Sachen sagen und wenn diese widerwärtigen Sachen auf einmal 5000 Likes haben. Das sind auf einmal Dimensionen, die auch zu Recht Angst machen, wie ich finde. Das Internet also, die sozialen Medien, zeigen die Menschheit ungeschönt. Und da kommt tatsächlich ein bisschen mein Thema, meine Forschung zur Privatheit ins Spiel. Denn das, was wir in den sozialen Medien beobachten, sind private Gedanken oder sind öfter private Gedanken, als wir, wenn wir es auf dem Bildschirm dann sehen und analysieren, eigentlich wahrhaben wollen. Das heißt, viele Menschen nutzen die sozialen Medien das erste Mal auch ihre wirklichen Gedanken, ihre echte Meinung, das, was sie über die Welt denken, auszudrücken und dann direkt verschriftlicht. Was natürlich ein Fehlerkatalog sozusagen produziert. Das heißt, private Gedanken, die auch im Bürgertum aus guten Gründen weggeschoben worden sind, Triebregulierung, wie es bei Norbert Elias heißt, ploppen plötzlich auf. Und dann lesen wir nicht nur eben über die sexualisierte Gewalt oder über die Zivilcourage, die jemand gezeigt hat, oder über den Stuhlgang unseres Nachbarn. Nein, wir lesen auch über den Antisemitismus. Wir lesen auch, dass viele Menschen in unserem Land mit einem deutschen Pass ein Problem mit Schwarzen haben. Wir lesen auch, wie viele Menschen noch ein Problem mit Frauen haben. Da sollte man doch denken, wir wären weiter mit einer Kanzlerin an der Spitze des Staates. Aber so ist es nicht. Die Gedanken sind da und plötzlich vernetzen sie sich. Und plötzlich werden sie eine Idee, plötzlich werden sie ein Ziel und plötzlich werden sie eine Demonstration. Und das ist das, was wir auch mit Pegida beobachten können. Pegida, zumindest hat der Guardian gesagt, es wäre eine sehr Dresden-spezifische Problematik, die wir da sehen würden. Aber Pegida ist eigentlich nur die logische Reaktion auf das, was an Streit, an Hetze, an Agitation, auch an Propaganda in den letzten Jahren provoziert und praktiziert wurde. Das heißt, wir sind eigentlich an dem Punkt, wo wir sagen, ha, das macht doch total Sinn, dass die jetzt auf die Straße gehen. Einer der Knackpunkte in diesem Spiel war die Ukraine, der Ukraine-Krieg vor anderthalb Jahren, auch vor fast zwei. Die Ukraine hat aus ganz unterschiedlichen Gründen die verschiedensten Menschen auf die Straße gebracht und an ein Interessenfeld gebracht. Und plötzlich gab es wieder die Montagsdemonstration, die schon einmal für die Hartz-IV-Proteste nochmal neu aufgelegt worden sind und die jetzt nochmal für den Frieden, für Russland, gegen die FED, also die amerikanische Zentralbank, gegen die Rothschilds, gegen die Juden, gegen Israel. All das war Teil davon. Und plötzlich hat sich dieser über Jahre hinweg diese alten völkischen Gedanken nicht aufgebende Gruppe an Menschen gesammelt. Das, was bei den
das, was bei der großen Parteien die Würstchenwender sind, um es mal ganz gemein zu sagen. Die, die man nicht so richtig ernst nimmt, wo man denkt, naja, der hat auch vielleicht eine komische Ansicht von Politik. Aber solange er nur Würstchen wendet, ist es okay. Der Würstchenwender, der der Meinung ist, dass der Mossad ihn mit Mikrowellen kontrolliert, hat plötzlich im Internet und in den sozialen Medien eine ganze Menge anderer Würstchenwender gefunden, die der Meinung sind, dass der Mossad sie über Mikrowellen kontrolliert. Und das ist nicht das Einzige. Nämlich die virtuelle Rechte, von der ich auch schon vorher gesprochen habe, nutzt diese Stimmung, wo wir also eine Vernetzung von verschiedensten Ideen haben, die positive Auswirkungen haben, aber auch grandios schlechte, nutzt die sehr gut vernetzte Neonazi-Szene in Deutschland diese Stimmung sehr geschickt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite Verunsicherungen über allgemeine politische Zustände. Die Wirtschaftskrise ist auch noch nicht so lange her. Die wird, glaube ich, einfach auch vergessen, bis die nächste kommt. Die Flüchtlingssituation wird schlimmer. Die Situation in Syrien wird schlimmer, wozu die sozialen Medien und das Netz auch beigetragen haben. Also auch hier ist eine Untrennbarkeit zu sehen, die wir in einer globalisierten Welt sowieso Stück für Stück akzeptieren müssen. Viele Menschen haben Angst vor der Globalisierung, viele Menschen haben auch Angst vor dem Internet. Viele Menschen haben auch, so wie ich das ja natürlich gerade schildere, auch zu Recht Angst vor gewissen Vernetzungen. Sei es, weil ihr eigener Stand, ihre eigenen Privilegien angegriffen werden, sei es, weil sie sich am Rande der Gesellschaft wiederfinden, weil sie ungerecht behandelt worden sind, weil sie ungerecht behandelt werden. Die grundsätzlichen Probleme im Kapitalismus haben wir auch noch nicht gelöst. Das heißt, es sind unglaublich schwierige Zeiten, wo viele Menschen nicht wissen, was passiert, wo plötzlich dieses Internet, diese sozialen Medien da sind, wo plötzlich aus anderen Ecken Probleme oder Dinge problematisiert werden, die schon lange nicht mehr problematisiert worden sind. Und das Ganze führt zu einer sehr, sehr toxischen Stimmung im Netz. Also ich weiß nicht, wer im Raum sich das letzte Mal wirklich, also wer sich in dieser Woche schon massiv über was geärgert hat, was im Internet stand. Ich glaube, also da gehen schon ein paar Hände so zaghaft hoch. Es gibt ja diesen wunderbaren Comic, wo Partner 1 zu Partner oder Partnerin zu Partnerin 2 sagt, komm doch jetzt ins Bett, und Partnerin 2 sagt, nein, nein, da ist jemand falsch im Internet, ich muss es korrigieren. Abgesehen von dieser, sagen wir mal, sympathischen Herangehensweise an die Streitigkeiten, die wir im Netz beobachten, sind die Auseinandersetzungen wirklich beinhart geworden. Und bis vor 1-2 Jahren konnte man immer noch mal mit gutem Gewissen sagen, naja, die sind ja im Internet. Aber das Ganze ist eben nicht mehr nur im Internet, sondern ist auf die Straße gekommen. Und das nutzen, also in Form eben von den Mahnwachen, aber eben auch von Pegida, und das nutzen die bestehenden rechten Strukturen sehr effizient. Jetzt will ich die auch nicht mehr vorenthalten. Das sind zum einen, jetzt muss ich hier diesen... Genau, also wir sehen hier die klassischen Neonazis. Das rückt Licht aus. So, okay. Ah, schön. Ah, genau, also wir sehen hier klassische Nazis, Neonazis, wie man es nennen möchte, in Parteiform. Also hier ist das die NPD, hat sage und schreibe fast 140.000 Likes. Das ist mir gerade erst, als die Seite aufgerufen hat, wirklich bewusst geworden, wie viele das sind. Das ist doppelt so viel, das ist so viel wie SPD und CDU, glaube ich, zusammen. Nur mal, um hier die Größenordnung zu zeigen. Er hier, den man hier unten am Kinder kennt, das ist Frank Franz. Das ist der Vorsitzende der NPD und sehr aktiv auf Instagram. Wie wir hier sehen können, also es geht um Autos, er ist natürlich auch ganz schick und ganz, ne, er sieht natürlich nicht so aus, wie man das
wie das im Fernsehen von den Hooligans so gerne gezeigt wird. Hier sehen wir mit Sebastian Schmidtke, dem NPD-Vorsitzenden in Berlin. Und wir können hier sehen, also er bemüht sich jetzt sehr, gerade ist ein bisschen, also hier auch diese Bilder so künstlerisch wertvoll oder so. Also das ist einmal die NPD. Ja? Das ist so diese klassischen, das sind die klassischen Neonazis, die man auch eigentlich kennt, die offensichtlich nicht mehr so aussehen, wie wir das bisher kannten. Dann gibt es natürlich die passenden Seiten, also passenden Kameradschaften dazu. Da ist natürlich das Problem, die werden, sind auf Facebook nicht mehr so gerne gesehen, die Kameraden. Deswegen gehen die jetzt zu Twitter, wo eben eine weniger starke und weniger strenge auch Namenspolitik herrscht. Das heißt, die können sich dann halt auch Nationalsozialisten oder freie Netze nennen, also auch die Begriffe, die eigentlich in der Rechtsextremismusforschung halt auch eigentlich alle bekannt sind. Nur da interessiert das die Leute nicht so oft. Dann gibt es natürlich die hippen Nazis, also die Bohem, das sind auch die, die in den, im Netz immer sehr aktiv sind und die auch sehr erfolgreich damit sind. Und das sind die Identitären. Also die identitäre Bewegung ist eine ganz junge Bewegung, kommt eigentlich ganz stark auch aus Frankreich und haben weniger diesen völkischen Nazi-Bezug, wie wir in Deutschland haben, ne? Mit dem eine Nation und ein Volk und so weiter, sondern gehen halt stark auf das christliche Abendland und haben dann auch die Schlacht von Lepanto zum Beispiel als einen ihrer Marker in der Ideologie, also dass sie quasi jeden Kampf der Europäer, also der weißen Europäer, gegen arabische und muslimische Eindringlinge sozusagen gewonnen haben. Also jeder Kampf in den letzten 1000 Jahren, wo Christentum und eben der Islam irgendwie aufeinander geknallt sind. Und das ist die, genau, das ist die identitäre Bewegung, die sind sehr, die kommen dann mit so Sprüchen wie, ich bin ja kein Rassist, aber Europa muss christlich sein. Also sie spielen mit den Begriffen, sie greifen das auf, sie sind sehr, sehr stark im, in dem Jargon, in dem Netzjargon, das sind jetzt die aktuellen Bilder, die halt aber auch zeigen, dass das jetzt die letzten Bilder, die gepostet worden sind, dass sie nicht mehr auf, sondern dass sie auf die Straße, das Inszenieren von auf die Straße und das Inszenieren eben, dass man sich wehrt, dass man nicht mehr nur im Netz labert, sondern dass man handelt. Und die Identitären waren auch bei der Stopp-TTIP-Demo in Berlin vor 2 Wochen am Wochenende. Sie sind dann irgendwann verjagt worden, weil ein paar, wie immer, ne, die Antifa als Spaßkiller, die dann ganz klar gesagt haben, das sind Nazis. Das hat nichts mit harmlos zu tun, es hat nichts mit, die meinen das doch nicht so und die sind da gar nicht drin, sondern das sind stramme Nazis und die sind auch eben, und das ist der Vorteil an Facebook und an der Vernetzung, wir können das dadurch auch alles einsehen. Wir können uns eben auch angucken, welche Seiten von wem geliked werden, wo die Verbindungen sind. Auf Twitter geht es auch sogar noch besser, weil die API, also die Schnittstelle zu Twitter, das mehr zulässt. Facebook ist, also um das vielleicht nochmal in ein Gesamtbild zu packen, während Facebook so ein bisschen das verlängerte Wohnzimmer ist, hat Twitter eher einen Bar- oder einen Marktplatzcharakter eigentlich. Also Facebook ist wesentlich geschlossener, da erfährt man auch, wenn man mal in den gewissen Seiten unterwegs ist, da erfährt man viel über die Hunde und über die Katzen und über die Autos, die sich die Nazis gekauft haben. Bei Twitter ist es sehr viel stärker Agitation und sehr viel stärker Propaganda auch orientiert. Die hippen Nazis sind also zum einen hier die Identitären, aber da gibt es natürlich auch dann die, die sich als, man sieht das hier auch, ne? Also dieses klassische Social Media Strategie, also jeder Social Media Manager würde wahrscheinlich sagen, ach, das macht ihr aber toll. Hier ist es auch nochmal sehr gut zu sehen, riskieren ihr Leben für eine bequeme Zukunft, riskieren ihr Leben für Heimat und Familie. Also es ist ziemlich eindeutig, männliche Asylbewerber, das sind genau also die Themen, die eben auch die NPD setzt und die die NPD auch ganz bewusst setzt. Die werden hier aufgegriffen, Soldatenverehrung natürlich, Klassiker. Und das Ganze eben in einem viel, in diesem klassischen soziale Medien, wie irgendein
Marketing-Fuzzi auf Koks wahrscheinlich sagen würde, fresh. Und das funktioniert sehr gut. Das funktioniert in Frankreich noch ausgeprägter als hier. Aber man muss auch einfach sehen, die Schlacht von Lepanto zum Beispiel wurde in der FAZ auf Seite 2 von Konrad Adam, einem AfD-Mitglied, besprochen. Und wurde eben auch als der Kampf der Christenheit gegen den Islam auch gedeutet. Und das ist auf Seite 2 in der FAZ. Also da sieht man auch, wie das Agenda-Setting der Identitären sehr weit geht und in die intellektuellen Kreise auch sehr problemlos quasi Eintritt bekommt. Aber das liegt daran, dass sie eben auch ganz stark die Antifa oder antifaschistische Codes auch übernommen haben. Die Identitären sind auch maßgeblich daran beteiligt, dass in den letzten Jahren tatsächlich das Auftreten der Neonazis sehr viel stärker an die Antifa auch orientiert ist, also klassisch Windbreaker und so weiter. Die nächste Gruppe, die wir hier bei der virtuellen Rechten haben, sind die Verschwörungsideologen. Die gehören zu meinen Lieblingen. BRD, Pseudostaatregierung. Also es ist eigentlich, ich habe das jetzt auch nochmal gewählt, A, weil ich da heute nochmal drauf war auf der Seite. Und B, also man sieht hier, erst wenn Wut und Zorn die Feigheit überwinden, kann sich im Lande etwas ändern. Also auch hier die Aufrufe, die Seite heißt hier Deutsche Revolution 2015, also dieser Revolutionshabitus ist hier ganz stark auch vertreten, immer auch in Anknüpfung an die friedliche Revolution 89, immer in Anknüpfung auch an Leipzig, immer auch in Anknüpfung an, wir haben es ja schon mal geschafft, dieses korrupte System oder ein korruptes System hinter uns zu lassen. Wir schaffen das wieder. Jetzt mal abgesehen vom Spirit, den man vielleicht auch ganz okay finden kann, ist es natürlich die Thematik oder wie das Ganze auch adressiert wird, halt hochproblematisch. Also Stichwort Reichsbürger, ich weiß nicht, wem der Begriff hier was sagt. Hand hoch. Da sind doch einige. Aber ich werde es trotzdem dann nochmal kurz anführen. Also die Reichsbürger sind der Meinung, das Deutsche Reich ist nicht untergegangen. Also das sind die Leute, denen auch die 2 Kapitulationen nicht gereicht haben. Und die der Meinung sind, dass Deutschland eine GmbH sei, von den Amerikanern gegründet. Deswegen auch Personalausweis. Das Ganze, ich habe mich das erste Mal während meines Studiums und als ich im Haus der Geschichte gearbeitet habe, mit Schwerpunkt auch Zeitgeschichte und auch Ostgeschichte, habe ich mich das erste Mal mit denen beschäftigt, weil es mich dann auch interessiert hatte, weil ich gesagt habe, ja, wie kam denn das jetzt mit dem Personalausweis? Und dann hat sich natürlich mir eine riesige Welt geöffnet von Personalausweisen, von Pässen, ganz spannendes Thema. Ich weiß, vielleicht werden jetzt einige denken, die ist verrückt, aber wirklich ein hochspannendes Thema, kann ich nur empfehlen, weil das, und da habe ich mir das erste Mal angeguckt, das war 2006, 2007. Da hatte ich das jetzt im Internet das erste Mal gelesen. Dann hatte ich die Ausrufung der Vierten Republik gefunden. Wesentlich daran beteiligt Horst Mahler. Und plötzlich, nicht mal 10 Jahre später, verübt einer dieser Reichsbürger einen Anschlag auf das Kanzlerinnenamt. Xavier Naidoo singt vom Kanzleramt, was von der Reichstag ist gekauft. Ich darf jetzt nicht sagen, zu intensiv, weil er mich sonst verklagt. Und plötzlich ist es etwas, worüber wir reden. Etwas, was wir ernst nehmen sollen. Und diese Verschwörungstheoretiker, das sind auch die, die in der Ukraine-Krise 2014 dann mit der Lügenpresse angefangen haben. Mit dem Begriff Lügenpresse, der ja mittlerweile ein geflügeltes Wort sozusagen geworden ist. Das sind die Leute, die der Meinung sind, dass sie mit Putin zusammen auf einem Bären reiten, gegen Angela Merkel und das angelsächsische Kapital kämpfen müssen. Und das sind Fantasien, die entsprechend auch umgesetzt werden im Netz. Also ich finde das Video nicht mehr. Falls jemand in hier anwesend das Video kennt, wo Putin auf einem Bären reiten mit Laserstrahlen gegen Merkel in Manhattan kämpft, bitte schickt es mir. Ich bin wirklich auf der Suche. Das war eines der besten Propaganda-Werke, die ich in den letzten Jahren gesehen habe. Also tatsächlich qualitativ von den Special Effects her und so weiter. Auf jeden Fall also die Verschwörungsideologen. Und das
Die sind eine Riesengruppe. Da ist auch, da ist ein Riesenpotenzial für Antisemitismus und da knüpfen auch die, diese, also die Verschwörungsideologen knüpfen da natürlich an eine traurige deutsche und auch europäische Tradition an beim Antisemitismus. Und plötzlich wird nämlich nicht nur von denen da oben und von der Hochfinanz geredet, sondern plötzlich ist es halt dann Daniel von nebenan. Dann Pegida, diese Woche wieder da. Pegida auch als Sammelsurium für genau das, was ich gerade beschrieben habe. Also während die Legida, also die Leipziger Version, ganz klarer von Kameraden und von Kameradschaften geprägt ist, also auch knallharte Neonazis sind auf den, bei den Pegida-Märschen immer mal wieder wesentlich also Leute, die damit nicht, mit dieser Szene eigentlich nicht viel zu tun haben, die Szene gar nicht kennen, die auch wesentlich älter sind als die Legida-Fraktion. Und dann gibt es jetzt in Erfurt das sogenannte Endgame, wo das Ganze dann nochmal auf die Spitze getrieben wird, wo wir nämlich dann die Anti-Amerikanismus, aber auch Antifa, das heißt, wir haben irgendwie die Nazi-Flaggen, die benutzt werden, mit Antifa-Flaggen zusammen auf Fotos. Das sind Entwicklungen, die ich auch noch nicht ganz überblicke. Also das ist jetzt auch das Foto, von dem ich gerade berichtet habe, ist jetzt von letzter Woche. Die Endgame-Demonstration in Erfurt war dann halt doch nochmal eine neue Qualität. Die Interaktion, und das ist das, was im Endeffekt die Vernetzung bedeutet, die Interaktion findet wesentlich natürlich über Facebook statt. Die Pegida-Seite hier an der Stelle war ein wesentlicher Faktor in der Vernetzung und der Amalgamierung dieser verschiedenen Gruppen mit der letzten, sozusagen der letzten Gruppe. Also einfach nur Leute, die rechtes Gedankengut haben und ja, im Netz sind. Das reicht von Leuten, die einen Sorgerechtsstreit hatten und jetzt einen politischen Kampf gegen Frauen führen, bis über Alltagsantisemitismus, bis zu Leuten, die das erste Mal irgendwie, weiß ich nicht, in einem Forum Freunde gefunden haben und sich jetzt denen anpassen wollen. Das ist ein riesen Spektrum an Menschen, die durch das Netz und die sozialen Medien plötzlich mit genau diesen Gruppen, die ich gerade beschrieben habe, zusammenkommen. Da sind natürlich dann, da sind natürlich dann auch, also Pegida einmal die Seite, da ja, gab es ja auch Pegida mag dich, also diese Auswertung von Menschen, die hier auf den Seiten kommentieren und dies liken. Genau, also 1 Million Menschen, lass das mal machen. Also dieser Habitus auch 1848 und so weiter, der ist immer dabei. Das ist ganz interessant, auch gerade bei diesen Pegida-Leuten, immer, es geht nie unter der Revolution. Also die Französische Revolution muss auf jeden Fall in den Schatten gestellt werden und dass sich ein Teil davon nicht unbedingt die Sinn, also die guten, bewahrenswerten Werte von 1789 zu Herzen nimmt, das haben wir ja an dem Galgen und auch an der Guillotine auf den letzten Demonstrationen sehr eindeutig sehen können. Als nächstes, als Kommunikationsmittel oder als Kommunikationskleber sozusagen, sind auch diese Seiten hier, ich bin Patriot, aber kein Nazi, die Ikonisierung ist sehr eindeutig, also der Adler und auch dieses Einigkeit, Recht und Freiheit. Blaue Narzisse ist ein eher intellektuelles Magazin von der Neuen Rechten, wo eben auch die Identitären, also das ist schon wieder hier dieser identitären Stil. Diese Seite hat auch, die war gesperrt, Facebook hat sie gesperrt, eine der wenigen Seiten, die Facebook mal gesperrt hat, aber sie ist wieder da. Wir sehen hier auch direkt die Verbindungen eben zu AfD. Ganz klar, immer wieder die Relativierung dessen, was auch unter dem Schirm von eben diesen Narrativen stattfindet, nämlich Gewalt. Dass das ist, ja, wenn ihr euch gut benehmt, dann werdet ihr keine Gewalt erleben. Rottweil wehrt sich und damit sind wir hier auch schon bei den Seiten, wo wir dann auch nochmal diese Amalgamierung sehr gut sehen können. Also wir sehen ja auf der einen Seite, das ist jetzt eine sehr kleine Gruppe. Aber diese ganzen Wir wehren uns und Nein zum Heimseiten und so weiter, die funktionieren immer ähnlich. Das heißt, wir sehen hier auch wieder, wir sind das Volk, oftmals auch mit der Deutschlandfahne verbunden, wo wir im Endeffekt
Also ein sehr eine unverbindliche, aber gleichzeitig ja auch unverfängliche Botschaft senden. Nämlich, wir sind das Volk, wir sind die Bürger. Wir haben auch ein Recht, das zu sagen. Gleichzeitig natürlich dieses, wir wehren uns, also wir lassen uns nicht mehr unterbuttern, wir lassen uns nicht mehr klein halten von den Politikern da oben, die ja dann eben nur von der Hochfinanz geleitet werden. Also das sind sehr geschlossene Weltbilder hier, die aber hier nicht sichtbar sind. Also wir sehen hier eigentlich nichts, was auf Anhieb jetzt erstmal verwerflich wäre. Hier heißt es, wir wollen einen Wandel in der Asylpolitik und einen sofortigen Aufnahmestopp in Rottweil. Da, das sind die Themen, also diese Seiten werden ganz oft von NPD-Kadern auch aufgesetzt. Also die organisierte Rechte, die seit den 80er Jahren auch das Netz, das Weltnetz, wie sie es nennen, entdeckt hat, nutzt hier ganz explizit verschiedene Ängste, verschiedene Vorstellungen von Leuten, um hier die zu bündeln. Nein zum Hain in Tal ist eine von den größeren Seiten. Hier können wir das sehen. Und hier sehen wir auch schon dann direkt Veranstaltungen, also diese Bürgerinitiativen und so weiter. Das heißt, die Vernetzung im Netz ist jetzt an dem Punkt, wo das Ganze tatsächlich genutzt wird, um außerhalb des Netzes zu agieren und Dinge zu machen. Wir sehen auch hier Zuwanderung sofort stoppen mit einem Bild von Helmut Schmidt. Also hier wird natürlich auch immer sich dann auf Leute bezogen und das ist auch das, was das Netz natürlich ausmacht. Die ganzen Informationen stehen grundsätzlich erstmal gleichberechtigt nebeneinander. Eine Hierarchie müssen wir selber als einzelne User und Userinnen herstellen, beziehungsweise darauf vertrauen, dass andere diese Hierarchien darstellen, indem wir Marken beispielsweise vertrauen, dem Spiegel zum Beispiel oder anderen. Und hier steht es erstmal gleichberechtigt nebeneinander. Und Helmut Schmidt, da ist doch nichts Verwerfliches. Helmut Schmidt ist doch super. Ich weiß, also inwiefern diese Montage auch aus dem Zusammenhang gerissen ist, das müsste man dann nochmal gucken. Wir sehen hier also, hier ist immer Frank Franz, der hat es auch mit irgendwie Elfen und Natur. Ich lasse es nochmal hier, weil ich das doch dann sehr passend finde, auch mit Wir sind das Volk. Entschuldigung, wenn ich das hier gerade sage, deutlich objektiver. Objektiver ist im Netzjargon immer schon so, das sind doch Linksbizarre, die das alles schreiben. Objektiv ist meistens das, was halt Hate Speech und Formen von Diskriminierung auch tatsächlich nochmal zulässt. Also, die zu verschiedenen Gruppen treffen im Netz jetzt aufeinander. Benutzen Facebook, benutzen Twitter, vernetzen sich, interessieren sich, teilen sich den gleichen Musikgeschmack, wie auch immer, und werden aber gleichzeitig in einen Strudel sozusagen mit reingezogen, der eben auch von organisierten Nazis sehr genau geplant ist. Und das sind klassische Mechanismen, die da bemüht werden, also Vernetzung, wie ja auch die Veranstaltung heißt. Das heißt, viele Leute auf die Seiten ziehen, viele Leute andere Seiten liken lassen. Also auch ganz klassische Social-Media-Strategie, um Aufmerksamkeit zu kriegen für die eigene Marke. In dem Fall ist es eben eine nationalsozialistische Botschaft. Und das ist das Erschreckende, diese Botschaften, die da auch vertreten werden. Und das Denkmuster, was dahinter steht, ist tatsächlich in sehr, sehr vielen Bereichen einfach 1:1 das, was auch die Ideologie der Nationalsozialisten ausgemacht hat. Also ich habe letztens erst wieder ein Beispiel gefunden, wo ein Zitat von Adolf Hitler 1943 rausgesucht wurde, wo er ganz klar sagt, wir retten hier das Abendland. Und diese Ideen sind natürlich auch in der nationalsozialistischen Ideologie tief verankert und sind eben auch ein Produkt deutscher Ideologie. Aber das ist jetzt auch nochmal ein Thema, was zu weit geht. So lange haben wir ja auch nicht mehr. Das heißt, die Vernetzung, aber auch Agitation und Propaganda. Ganz klar Themen setzen, Themen besetzen, umdeuten, Agenda-Setting. Was früher nur eigentlich ging, wenn man in speziellen Positionen war, funktioniert heute sehr viel leichter. Das Traurige ist nur, und das ist das, was, glaube ich, das auch ist, was so viel Angst produziert,
ist, dass die Nazis sich nicht mal großartig anstrengen müssen. Das heißt, die machen eine Rottweil-Werzig-Seite auf, sie machen eine Nein zum Heim in Heidenau-Seite auf und haben einen Zulauf, wie sie sich wahrscheinlich selbst nicht erträumt hätten. Ja, weil wir auch immer davon, also ein wesentlicher Aspekt in der neonazistischen Ideologie ist ja im Wesentlichen der Widerstand. Das war es bei den Alten auch schon, aber jetzt ist natürlich der Widerstand nochmal anders, weil der Widerstand natürlich auch globalisiert ist. Oftmals sind natürlich auch populär popkulturelle Referenzen wie Matrix zum Beispiel. Wir sind alle in der Matrix und müssen einfach nur die blaue Pille bzw. die rote Pille nehmen und dann wird alles gut. Und wir müssen aber aufpassen, dass uns nicht die Hochfinanz die Pillen vertauscht und so. Also das sind die Spiele, die hier die Gedanken spielen. Das ist noch das Mindset, in dem die Leute tatsächlich agieren. Und das hat einen unglaublichen Erfolg. Also jetzt mal abgesehen von den 20.000, die auch am Montag wieder, glaube ich, da waren in Dresden, hat es einen unglaublichen Erfolg, einen unglaublichen Zulauf. Und die Ideologie wächst einfach weiter. Also das führt auch dazu, dass auf den Facebook-Seiten der Optimismus der Nazis sehr viel höher ist als noch vor einem Jahr. Also so mit Sturm auf Berlin und so. Also all diese Bilder, die wir auch aus dem Geschichtsunterricht und aus der Auseinandersetzung mit dem kennen, wird aufgegriffen, was auch auf der einen Seite die Schönheit des Netzes ist, auf der anderen Seite eben auch dazu führt, dass es genutzt wird, um bestehende Ideologien zu nutzen, die menschenverachtend sind und die auch darauf zielen, dass Menschen getötet werden im Zweifel. Also ich arbeite ja auch für die Amadeo-Antonio-Stiftung und Amadeo-Antonio wurde vor jetzt bald 25 Jahren eben in Eberswalde ermordet, weil er schwarz war. Und diese Situation ist immer noch da, dieses Gedankengut ist immer noch da und es wird mehr, es vernetzt sich und es wird schlagkräftig dadurch. Und zum Letzten natürlich immer auch noch Rekrutierung. Also wenn man früher Bock hatte, was mit Nazis zu machen, dann musste man ja wirklich auch physisch an einen Ort gehen. Man musste irgendwie physisch irgendwo hingehen, in eine Kneipe oder auf ein Konzert oder man musste diese Musik hören. Das ist alles nicht mehr notwendig. Man kann Rechtsruck auch immer noch schlecht finden und trotzdem die Ideologie teilen und trotzdem sehr schnell auf eben diese Gruppen stoßen und ein sehr hohes Maß an Vernetzung herstellen. Und natürlich sind die auch dankbar für alles, für jeden und alle. Die sind natürlich auch sehr paranoid zum Teil, aber meine Kollegin hat sich vor 4 Jahren auf Facebook relativ schnell mit Frank Franz, wir erinnern uns, den adretten Mann mit den Rehen, hier sehen wir auch Reconquista Europe, wo ich es gerade sehe, klassisches identitären Motiv. Also die Rückeroberung, und wir sind Sparta sozusagen, ne? Beziehungsweise eben nicht. Das war zu viel. Hier. So. Und meine Kollegin hat es wirklich geschafft, dann relativ schnell mit Frank Franz auf Facebook auch befreundet zu sein und in diesen Gruppen dann zu sein und in diesen Gruppen partizipieren zu können und eben auch gleich im Inner Circle sozusagen sein. Weil die ideologischen Hürden so hoch sind im Prinzip, dass man antideutsch, also dass man Angela Merkel als eine Antideutsche hält, ja, dass die ideologischen Hürden so hoch sind, dass wenn man sich dem hingibt, man super schnell willkommen ist, man super schnell verantwortungsvolle Aufgaben bekommt, weil man natürlich, also was gibt es Besseres als auf Facebook für rechten Kampf zu rekrutieren? Man muss sich nicht mal mehr wohin bewegen, um die Leute dafür zu gewinnen, beziehungsweise sie zu sammeln. Thematisch bedeutet das auf der einen Seite natürlich den klassischen, oder werden die klassischen Themen besetzt, Flüchtlingspolitik, Heimatschutz, Tierschutz, ja, nach dem Motto, ich bremse für Hunde, aber nicht für Juden. Und diese Themen werden auch weiterhin besetzt, aber es geht auch noch weiter. Beziehungsweise es hat einen plötzlich einen Ausschlag, den man sonst eigentlich nicht kannte, der auch durch soziale Medien und das Internet kommt. Beispiel: das generische Femininum in der Grundordnung der Universität Leipzig. Eigentlich ein, sagen wir mal, sehr unbedeutendes
Moment zu sagen, gut, dann machen wir halt jetzt das generische Femininum. War jetzt 600 Jahre lang genug andersrum. Abgesehen natürlich von dem hegemonialen Diskurs, der das überhaupt gar nicht lustig fand. Also ich erinnere mich an Spiegel Online und an die Überschriften und an die Art und Weise, wie damit umgegangen wurde, wie da auch ein ketzerischer Moment quasi kreiert wurde, zu sagen, jetzt muss der Herr Professor sich als Professorin ansprechen lassen. Also mal abgesehen davon, dass das Frauen über Jahrhunderte bis heute noch tun müssen und ich daran auch nichts Schlechtes sehe, sich als Professorin ansprechen zu lassen, ist es natürlich ein Thema, was viele Leute irgendwie bewegt, aber was erstmal überhaupt nicht mit Nazi und mit rechtem Denken wirklich assoziiert wird, sondern vielleicht mit unbequem, also dass es vielleicht ein bisschen unbequem ist und so weiter und so fort. Natürlich kann man sagen, es ist ein patriarchales Denken, es ist ein überkommenes Denken und so weiter. Aber wo ist die Brücke jetzt eigentlich zum Rechten? Und wo ist die Brücke jetzt auch zu den organisierten Nazis? Die ist eben im Netz. Das heißt, oftmals ist es sogar so, dass sogenannte Maskulisten, also die explizite Antifeministen, dass die in rechte Foren gehen, dass sie selber in rechten Foren aktiv sind und ganz bewusst dann ein Gender-Thema zum Beispiel nehmen, instrumentalisieren und in ihren Foren, Stichwort Tiazi, das vorantreiben, sodass man innerhalb immer in so Wellen dann Hassnachrichten bekommt. Und ganz plötzlich ist dann auf einmal ein Tarifling dabei, der NPD-Chef ganz lange, also der ein hohes Thema der NPD war, der sehr aktiv auf Twitter ist, sehr eng mit Akif Pirinci auch scheinbar verbandelt ist und der verurteilt worden ist. Und wir sind ja hier in Sachsen, es ist nicht so einfach, für rechte Taten verurteilt zu werden. Entsprechend kann man sich vorstellen, was dieser Mann auf dem Kerbholz hat. Und plötzlich hat man einfach nur gesagt, auf Twitter beispielsweise, auf Facebook, dass man das ein bisschen gut findet, dass in der Grundordnung ist das generische Femininum benutzt wird. Und auf einmal wird man von einem Nazi bedroht, der auch wegen Körperverletzung vielleicht schon im Gefängnis saß. Das sind also hier die Verbindungen, das geht alles sehr schnell und es geht in alle Richtungen. Genauso wie die Bedrohungslage auf der einen Seite ist es eben auch auf der anderen Seite die die thematische, jetzt habe ich den Faden verloren, es tut mir so leid, aber ich bin auch fast fertig, sollte ich auch. Also wir sehen, aus dem rechten Spektrum geht es in den Mainstream rein, aber auch andersrum geht eben der Mainstream dann in die rechten Zirkel rein. Also wir haben eine Vermischung, wir haben eine Vernetzung der rechten Szene, wir haben ein vernetztes Bedrohungspotenzial, und wir haben eine immer schneller werdende Gesellschaft sozusagen, in der Themen immer schneller abgehandelt werden und in der es sehr, sehr schnell zu sehr krassen Kollateralschaden kommen kann und gleichzeitig eben auch zu wirklichen Opfern. Und deswegen nenne ich das die virtuelle Rechte, die eben sich Hate Speech auch aneignet und Hate Speech nutzt, ganz bewusst, um Leute einzuschüchtern, um Leute zu bedrohen und um den Mainstream sozusagen auch in ihrem Sinne zu drehen. Und das ist auch der Grund, warum wir dann diese, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, Narrative, das geht einher. So oder so ist es ein Bedrohungspotenzial, was lange unterschätzt worden ist. Die vernetzte Hetze ist sehr erfolgreich und wird uns meiner Meinung nach noch sehr lange zu schaffen machen. Und ich hoffe, dass ich jetzt deutlich machen konnte, wo hier die Problemlagen auch sind und die Probleme sind, und freue mich sehr über Fragen und eine weitere Debatte dazu. Vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank, Frau Schramm. Damit ist die Diskussion eröffnet und